Hallo zusammen. Heute Saunhammer im Revier, für euch einen tollen Drückjagd-Tipp. Und zwar zeige ich euch jetzt, wie man mit dem Saunhammer stehend angestrichen auch auf weitere Entfernung sicher ein weitgerechtes Stück erlegen kann. Situation wie folgt: Wir sind wieder auf den Wechsel gestellt worden, kein Drückjagdbock. Oft haben wir die Situation, Wild wird irgendwo von den Hunden hochgemacht, kommt dann, zieht relativ schnell über die Schneise, beruhigt sich aber dann im Bestand, sucht Orientierung, und genau dann haben wir die Möglichkeit, stehend angestrichen einen sicheren Schuss zu platzieren. Ich zeige euch jetzt mal, wie das geht. Ihr geht wie gewohnt in den Saunhammer rein und greift diesmal aber nach hier um. Sucht euch einen Baum, an dem ihr im besten Fall schon steht, lehnt eure Hand an und bringt jetzt die Büchse wie gewohnt in Anschlag. Dadurch, dass ihr jetzt hier die Hand im Saunhammer habt, sitzt die Büchse absolut fest und stabil. Das heißt, ich habe jetzt hier eigentlich genau die gleiche Sicherheit, wie als wenn ich auf dem Ansitz die Büchse anlegen würde. So ist auch ein gezielter und sicherer Schuss auf größere Entfernungen machbar. Wichtig ist natürlich wie immer, Kugelfang muss gegeben sein. Euch wartet man Zeit.